Der erste Teaser-Trailer zum Godzilla vs. Kong Prequel, also zur Fortsetzung von Godzilla vs. Kong, ist jetzt offiziell erschienen und wir müssen auf jeden Fall darüber reden. Und ja, tatsächlich haben wir den Titel jetzt veröffentlicht bekommen. Der ist nämlich weder Godzilla vs. Kong 2, wie ich es euch aber auch schon erklärt habe, noch ist der Titel Godzilla and Kong. Nein, wir haben jetzt den Titel Godzilla x Kong. Und ich habe den Trailer mal für euch ein bisschen analysiert. Wir werden hier mal auf eine mögliche Geschichte eingehen, die wir in diesem Film erwarten können, und noch auf ein paar Hintergründe, die uns der Teaser verrät. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Ich habe den Trailer jetzt mal so ein bisschen sacken lassen, was man da wirklich alles gesehen hat. Und ich muss sagen, dass die größte Überraschung an dieser gesamten Szenerie eben für mich gewesen ist, dass der Gegenspieler jemand zu sein scheint, den wir so noch überhaupt nicht kennen. Ganz kurz als Beispiel, auch in Godzilla 2014 haben wir die Mutos bekommen als Gegenspieler von Godzilla und die gab es so in den Original-Toho-Godzilla-Filmen auch nicht. Dementsprechend ungut sind die auch bei den Fans angekommen, aber ich meine, gut, die Mutos waren auch wirklich ein bisschen einfallslos gewesen, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht persönlich. Aber jetzt haben wir einen Gegenspieler, der komplett neu in das Monsterverse hineingedichtet wurde und der scheinbar auch irgendwie einen Bezug zu Kong hat. Das lässt sich ganz einfach daran erklären, dass wir hier einen weiteren riesigen Affen haben, der in der Hollow Earth auf dem Thron sitzt, auf dem auch Kong in Godzilla vs. Kong gesessen hat, als er in der Hollow Earth gewesen ist. Der Teaser zeigt uns an sich auch nicht viel mehr, denn die Kamera zeigt uns eben den neuen Antagonisten und schwenkt dann daraufhin langsam zurück, bis wir dann eben die Totenköpfe von Godzilla und Kong sehen, was eben ein Symbol dafür sein soll. Ja, das ist der Gegenspieler, der die beiden Kaijus, die wir jetzt ja über ein paar Jahre lang kennenlernen durften, also eben aus dem Monsterverse kennenlernen durften, der sich mit diesen beiden Kaijus wohl anlegt und die neue Gefahr für Godzilla und Kong darstellen soll. Auf dem Boden sehen wir, eben auch wie in Godzilla vs. Kong, die Knochen verstorbener Kaijus. Denn aus dem Film Godzilla vs. Kong haben wir ebenfalls erfahren, dass einmal ein Krieg zwischen den Godzillas und den Kongs geherrscht hat, eben im Inneren der Hollow Earth. Dieser Krieg scheint nun also noch nicht vorbei zu sein, denn es ist wohl so, dass wir einen weiteren Überlebenden der Kong-Spezies haben, der jetzt allerdings das gesamte Spielfeld hier nochmal neu aufmischt. Worum könnte es aber genau gehen, beziehungsweise wo kommt dieser Antagonist her? Auch hier gibt uns der Teaser nicht wirklich viele Informationen, allerdings können wir uns das ein oder andere schon selbst zusammenreimen, denn es muss einen Grund dafür geben, dass diese Kong-Spezies oder der letzte Überlebende, möglicherweise der Kong-Spezies, abseits von Kong, also dem Kong, den wir kennen, dass dieser nun seine Rache an Godzilla oder Kong ausüben möchte. Denken wir jetzt mal ganz kurz an Godzilla vs. Kong zurück. Was haben wir hier gesehen? Kong ist in die Hollow Earth gereist, um eben gegen Godzilla zu kämpfen. Also quasi um den Krieg, der schon seit Tausenden von Jahren geherrscht hat, nun mehr oder weniger zu Ende zu führen. Der Krieg Godzilla vs. Kong oder der Kampf Godzilla vs. Kong, das sind ja die beiden letzten, die auf dem Schlachtfeld noch übrig gewesen sind. Also holt sich Kong die Axt aus der Hollow Earth, mit der er Godzilla besiegen möchte, und nimmt sich auch, so meine ich mich erinnern zu können, einiges an Energie aus dieser Hollow Earth mit. Diese Energie entnimmt er einem Tempel, wo wir dann eben auch auf dem Boden ein riesiges Godzilla-Emblem sehen und steigt dann damit wieder zurück empor auf die Oberfläche, wo er dann eben gegen Godzilla kämpft. Kann das eventuell der Auslöser für die Ereignisse sein, die wir jetzt in Godzilla x Kong erleben werden? Und ja, ich sage Godzilla x Kong, weil x, das ist eben ein englischer Titel und deswegen werde ich nicht Godzilla x Kong sagen, ihr werdet es mir verzeihen. Aber wäre das der mögliche Auslöser dafür, dass der Kampf eben nun Godzilla und Kong gegen diesen neuen Antagonisten, dass diese Geschichte somit vorangetragen würde? Kong hat hier also zwei fatale Fehler gemacht. Er hat zum einen Energie aus der Hollow Earth gestohlen, um eben den großen Antagonisten Godzilla zu besiegen. Letztendlich haben sich die beiden Kaijus dann aber zusammengetan und gegen Mechagodzilla gekämpft und auch mehr oder weniger ihre Rivalität beiseite gelegt. Genau das könnte dem neuen Antagonisten übel aufstoßen und deswegen kommt er an die Oberfläche, um zu sehen, was genau hier los ist. Kong könnte ihn davon überzeugen wollen, dass Godzilla gar nicht der Gegner ist und auch, dass die Menschen vielleicht, naja, einigermaßen in Ordnung sind. Und dabei könnte er aber auf Zenit treffen, weil wir hier vielleicht einen eingesessenen, alten, sturen Kong haben, der den Krieg jetzt endlich beenden will und der den letzten der Godzillas vernichten möchte. Des Weiteren habe ich mir hier mehr Gedanken über dieses ganze Szenario gemacht, denn es wurde ja sehr viel auf das Thema
Space Godzilla hingedeutet, schon bevor der Teaser überhaupt rausgekommen ist. Und ich habe mir gedacht, okay, auf der einen Seite können wir jetzt sagen, wir können Space Godzilla abschreiben, weil jetzt haben wir den Antagonisten. Auf der anderen Seite heißt es aber nicht, dass wir jetzt diesen Antagonisten haben, dass wir keinen Space Godzilla im fertigen Film sehen werden. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist, wenn wir hier nicht einfach nur einen Antagonisten sehen? Was ist, wenn dieser Teaser uns jetzt den Antagonisten für das gesamte, jetzt aufsteigende Monsterverse zeigt? Das heißt, wir sehen hier nicht eben einfach nur den Gegner aus Godzilla X Kong, wir sehen jetzt hier den Antagonisten, den Thanos des gesamten Monsterverse. In diesem Fall könnten wir jetzt hier sehen, wie diese Kreatur vielleicht Pläne schmiedet, die aber erst in 4 oder 5 Filmen später dann wirklich ausgelebt werden, während Godzilla und Kong dennoch im selben Film auch gegen einen Space Godzilla kämpfen. Des Weiteren scheint hiermit auch mehr oder weniger bestätigt zu sein. Ist immer schwierig zu sagen, bestätigt zu sein, weil das jetzt ja auch nur ein kleiner Teaser gewesen ist. Aber wir können ganz stark davon ausgehen, dass wir in dem Film Godzilla X Kong, der ja den Arbeitstitel Origins getragen hat, dass wir jetzt hier wesentlich mehr über die Vergangenheit der Kaijus und eben auch dem Krieg der Godzillas gegen die Kongs erfahren werden. Das könnte zum einen in kleinen Flashbacks passieren, zum anderen aber auch an irgendwelchen Höhlenmalereien. Ich meine, die Menschen werden hier wieder eine Rolle spielen, denn wir brauchen nun mal Exposition, ob euch das gefällt oder nicht. Die Menschen werden ein Teil dieser Geschichte sein. Und somit hätten wir hier vielleicht schon eine Grundfassade eines ganz groben Plots, der uns einfach immer mal wieder in die Vergangenheit der einzelnen Kaijus wirft. Der Titel Origins könnte natürlich auch darauf gemünzt sein, dass wir in dem Film den Ursprung dieses neuen Kongs herausfinden. Wo kommt er her? Warum ist er noch am Leben? Was ist seine Motivation? Es gibt also sehr viele Fragen und dieser Teaser eröffnet vielleicht noch wesentlich mehr Fragepunkte, als er wirklich beantwortet. Ich habe auf jeden Fall ziemlich Lust drauf und ich glaube, ich bin da schon irgendwo auf einer richtigen Spur, wo das Ganze hingehen könnte. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Glaubst du, das ist ungefähr so, wie ich mir das Ganze vorstelle? Hast du vielleicht eine andere Idee, was die Grundhandlung sein könnte? Hast du eine Idee, wer dieser Gegenspieler sein könnte und was seine Rolle ist? Schreib mir alle deine Gedanken zu diesem Teaser in die Kommentare unten rein und ich freue mich schon auf weitere Trailer oder Teaser zu den kommenden Godzilla und Kong und generell Monsterverse-Projekten. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.